muss es doch eine Möglichkeit geben. Leute, was hättet ihr jetzt gemacht? Ihr hättet doch auch aufgegeben. Das ist einfach pervers. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht normal. Einfach so hier, einfach so einen Raum zu machen und da ist nichts. Ich muss es mir mal angucken, das ist echt nicht normal. Ich guck's mir, ich mach mal offscreen ein bisschen. So, ich bin wieder da. Also laut einer Lösung muss man einfach durch die Tür gehen. Ich glaube es einfach nicht. Das ist jetzt echt nicht wahr, oder? Ja, genau. Das geht nämlich gerade nicht. Bei mir ist das nicht möglich. Also jetzt bin ich, das war doch kein Bug, man muss die Tür mit der Benutzentaste E öffnen. Ja. Und das war's auch schon, das war meine Verzweiflung. Oh Mann, scheiße. Am liebsten würde ich jetzt mich quasi unter den Tisch begeben und dort nie wieder rauskommen. Ja, aber hier geht's wirklich nicht. Na gut, hier haben wir auch eine Möglichkeit. Nö. Also hätte ich aber vor vielen Schwierigkeiten gestanden, wenn ich das nicht rausgefunden hätte, diese äußerst knifflige Lösung, dass man die E-Taste zum Benutzen drücken muss vor der Tür. Das ist schon wirklich... Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Ja und? Hallo? Ist auch mein gutes Recht hier zu sein. Hier werden die Kugels produziert. Oder was auch immer. Und da komme ich und dahin muss ich, oder was? Nee, das ist doch nur... Moment, kriege ich die Tür? Nee, die Tür ist wirklich zu. Irgendwas ausrichten hinter dem Ding? Sonst noch irgendwas hier? Nein. kein Schimmer. Ich guck mal, was da so ist. Ne, das ist nur der Ventilator. Terminated Area hier. Da müsste ich irgendwie drauf. Aber wie? Das sind alles Bereiche, wo man keine Portale machen kann. Keine Chance. Ist hier irgendwas? Da ist eine Brücke eingestürzt, okay. Hier an, ob man cool ein paar PCs man hier was machen kann. Moment, kann ich drauf springen jetzt? Ja, sehr schön. Ah, hier kann man rein. Den scheiß Controller auf den Daumen. Hier sonst irgendwas zu holen? Ah, hier sind wir irgendwie in der Testkammer von damals. Das waren also diese Kontrollräume. Cool. Das sieht aus wie eine Windows-Fehlermeldung. Nee, keine Ahnung. Ich gehe jetzt.
Ah, das ist hier. Das sieht aber irgendwie verlassen aus alles. Weiß ich nicht, was ist hier los? Gibt's da noch was? Tatsächlich, hier geht's weiter. Mit Blut gekennzeichnet, dass man nach oben soll, oder was? Ja, aber wie, Leute? Der Kuchen ist eine Lüge. Ich glaube, das war ein sehr bekanntes Zitat aus diesem Spiel. Ich weiß noch nicht, was er mir bringen soll. Aha. Jetzt bin ich in diesem Kupus-Ding. Mal speichern eigentlich zwischendurch sollte man. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Ja, mach mal den Fahrstuhl auf. Ja, Junge, mach mal den Fahrstuhl auf. Was soll das jetzt? Jetzt wieder irgendwas übersehen. Ja. Das war's, wenn ich nicht da oben drauf stelle. Ach so. Das ist diese Testkarte. Jetzt weiß ich schon, welche das ist. Da waren wir doch schon. Ah, gut, wenn ich das rein funktioniert. Nicht funktioniert, ne? Kann man da runterfallen? Oh je, der Kuchen ist angeschnitten. Ich habe gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollten nicht. Es ist immer noch auf Fahrwerk, wenn ich mal annehme. Geht nicht? Aber hier kann ich keine. Doch. Ach, Scheiße. Was ist das? Oh mein Gott. Das sieht hier irgendwie verdammt übel aus. Und ich habe nicht den blassesten Schimmer, was ich machen muss. Okay, wenn ich